Oh yeah! Willkommen zurück zu Legend of Zelda The Minish Cap! Wir können neuerdings fliegen! Mit unseren neuen Flügen, sogar rückwärts sehe ich gerade. Yeah! Sind die nicht sick? Oh doch, das sind sie. Und hier kommt eine Plattform gleich wieder. Da ist sie. Schnell mit. Fahren. Wow, was zum... Ich war nicht vorbereitet darauf. Gut, schnell, komm, komm. Ach, Mann! Wir sind auf jeden Fall hier wieder im fünften Dungeon, glaube ich. Auf jeden Fall in dem Wind-Dungeon. Und das geht hier sehr schnell ab. Ich habe mich schon fast wieder treffen lassen. Nein, schnell, schnell, schnell. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Na! Ah, es hat nicht mehr gereicht. Jetzt muss ich wieder zurück. Bring mich zurück, Kumpel. Okay, jetzt nochmal versuchen. Aber ganz ehrlich, dass wir jetzt fliegen können mit unserem Umhang, unserem Cape dort, finde ich echt richtig cool, richtig gut gemacht. Ich bin gespannt, wie dieser Dungeon heute weitergehen wird. Jetzt haben wir es geschafft. Noch mehr? Ja, noch viel mehr. Was zum... Was zum... Achso, ich hätte hier drüber fliegen sollen wahrscheinlich, oder? Ja, das kann natürlich sein. Das ist aber keine Plattform für sowas, oder? Ich teste es kurz. Ich muss sowieso noch warten, bis sie wieder herkommen. Nope. Hopp. Sind ja links und rechts Wände, deshalb alles easy peasy. Da müssen wir aufpassen wegen den Raben. Die hassen uns. Wie eh und je. Boah, das war ein kurzer Jump aus Versehen, aber ich habe es trotzdem noch geschafft. Okay. Hopp. Verdammt. Hopp, hopp. Nein. Können wir da nicht so cheaten? Nee, jetzt unsichtbare Wand. Ich kann doch nicht runterfallen. Boah, jetzt muss ich noch warten. Oder kann ich raus rein, dann ist es wieder da. Ah, ja, kann ich. Okay. Und jetzt. Plump. Okay, wo wollen wir raus? Wir wollen hier wahrscheinlich raus. Ah, ganz schnell rüber. Ganz schnell rüber. Jetzt wieder rauf. Okay. Und wir sind da. Da hinten ist auch noch eine Wolke, habe ich gesehen. So, gucken, wie wir da hinkommen. Ah, du schon wieder. Was, wir müssen klein sein? Rüberfliegen. Funktioniert sogar. Hä, wie mache ich mich denn hier klein? Karte? Was hat das zu bedeuten? Wir haben noch keinen Kompass, also können wir noch nicht wissen, wo die Truhen alle sind. Haben wir einen Schlüssel? Wir haben keinen Schlüssel. Also, bin ich falsch? Das wäre jetzt aber echt ärgerlich, weil wo soll ich denn sonst lang gehen? Nee, warte, ich komme da doch hoch. Mit dem Wirbelstab. Ja. Da komme ich hoch. Also bin ich doch nicht falsch. Bin richtig. Yeah. Hä? Umgedrehtes C? Was zum... Ach, Schalter wieder. Okay. Bam, bam. Was, wieso? Weil ich das aus dem gedrückt habe oder was? Oh, komm schon. Das, das und ich denke mal das. Das ist richtig! Damit können wir uns zu einem Minish verwandeln. Und da gibt es auch noch mal eine Tür. Greifenmantel. Ich finde das einfach voll cool, wie wir so rüberfliegen. Whee. I like it. Ding! Oh Gott, was zum... Ich kann die Vasen wegschieben. Was wird denn das jetzt hier? Hallo? Ist das hier irgendwie ein Witz oder was? Sehe ich aus, würde ich lachen, hm? Sehe ich aus, als würde ich lachen? Ich lache niemals in meinem Leben. Das ist überhaupt nicht lustig. Link lacht. So lustig findet das. Ach komm. Ach komm. Fledermäuse. My worst nightmare. So viele Batmans.
Und hier sind wir wieder groß. Ein großer, kleiner Junge. Die Tür geht nicht auf. Also noch nicht. Bombe? Da drüber werfen? Hui. Ja, hat geklappt. Und wir kriegen den Key! Ja, wo der hinkommt, ist, glaube ich, jetzt offensichtlich. Also, yeah! Reisen wir zurück. Und damit meine ich nicht nach Jerusalem, sondern zurück zu dieser verschlossenen Tür. Aber ich mag die Musik hier, die ist ganz cool. Ah, jetzt sind wir hier bei den Wolken. Boing. 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 Schau mal, wie hoch wir jetzt sind. Ich hoffe, ich habe noch nichts verpasst. Aber das kann ich dann noch nicht wissen. Ciao. Willst du auch das gleiche Schicksal leiden? Können wir ruhig ausrichten. Ey. Der bewegt sich ja nicht mal und trifft mich trotzdem. Was soll denn das? Spiel? Jetzt muss ich aber erklären, du. Ich hab das nicht gesehen. Das knarrt, das knarrt, das knarrt. Okay, Rätsel. Ja. Und. Das ist halt so ein bisschen blöd. Weil ich das hier nicht wegbekomme. Hm. Na gut. So, denn hier. Denkst du, das ist was Krasses? Ist lange nichts Krasses. Du bist nur blau. Mehr bist du nicht. Muss ich das besser timen? Ja, so auf jeden Fall nicht. Warum fliegen eigentlich Steine in der Luft? Seht ihr das? Es fliegen überall Steine in der Luft. Seht ihr es jetzt? Damit, wie time ich das? Hm? Gott, ist ja voll schwer. Boah, okay, jetzt habe ich's. Hä, und jetzt bin ich hier? Ha? Lokito! Ah, lass ihn mal in Ruhe. Geh zurück zu Mario, ey. Ich will hier nicht. Verdammt. Wir können da hoch. Wir können aber auch nicht darüber. Das ist zu weit. Okay, dann gehen wir einfach hier hoch. Ach so, wir müssen hier hoch, um hier den Jump zu schaffen. Oh, interesting. Herzteil. Ich sehe ein Herzteil und ich möchte es in meine Besitz haben. Also hol ich's mir. Yes. Hallo, nicht sterben. Hm? Bumerang? Nö. Ich hab aber irgendwas aktiviert aus Versehen. Ja, dann weiß ich nicht, wie ich dran komme. Vielleicht von der anderen Seite? Map, Map, Map. Hm. Schauen wir mal. Gleich. Ein Glücksfragment. Ein paar Rubine. Ach, hier waren wir noch gar nicht. Ich merke, ich sehe, dass wir noch nicht waren. Ich dachte, das wäre hier ein Ort, wo wir schon mal waren. Nee. Ah, ja. Steuerung. Ja, ich schiebe das auf die Steuerung. Lasst mich in Ruhe. Zurück. Ich habe es mitten im Jump gemerkt, dass ich nicht richtig den Input betätigt habe. Jetzt! Okay. Jetzt immer noch nicht an das Herz herankommen. Es kann sein, dass wir, wenn wir den dann durch haben, nochmal rein müssen. Und nochmal alles neu machen müssen, um kurz alles abzuchecken. Seht ihr, weil jetzt bin ich halt schon ganz oben am Ende. Mir fehlen halt ein paar Sachen. Aber wir haben auch gar keinen Kompass gefunden, keine Karte, keinen Key, gar nichts. Und wir sind schon fast überall gewesen im Dungeon. Wie kann das sein? Das verwirrt mich total. Irgendwas stimmt da nicht. Was ist so? Morgensterne? Was? Wo ist mein Schild? Stopp. Okay, er ist tot. 100 Rubine. Nett. Danke, Kumpel. Treff ihn mal an. Na komm. Head on. Treff mich head on an. Genauso! Genauso! Nicht anders! Idiot! Oh, ich lebe aber. Gleich nicht mehr. Wer ist hier der richtige Idiot?
Nein, das waren 50 Rubine und nicht 100. Warte mal, ich bin noch weg. Ah, hier ist der Boss. Okay. Boss für den Boss-Key. Boss-Key für den Boss. Okay, ein sehr simpler Raum. Aber komplizierter als man denkt. Ich finde, das Ding. Kann ich hier nichts machen? Irgendwas muss doch hier gemacht werden, oder? Hm, was muss man noch verschieben können? Hm? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Oh, was hier gewollt ist, ist, glaube ich, offensichtlich. Und zwar alle Schalter gleichzeitig aktivieren. Ach, das können wir doch gar nicht. Es sei denn. Nee, wir können das nicht absetzen. Hm? Das kann ich doch gar nicht machen, oder? Oder? Ach, vielleicht hätte er mir das Skelett helfen müssen. Lebt er wieder? Nur die Krüge leben. Okay. Ah. Also doch mit den Krügen. Wollte eigentlich einen hochnehmen und dann absetzen, aber nee, du musst es alles machen. Okay. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Also alles gut. Oh, Herzen. Herzen sind immer schön. Schalter. Ein bisschen Wind, der nicht so sein sollte. Nicht so sein sollte. Nicht so sein sollte. Sondern so. Yeah. Woo. Was zum... Irgendwo kranke Irre. Eismagier. Wollen mich einfrieren. Den Eisland hatten wir schon hinter uns. Ihr seid zu spät. Ihr hattet eure Chance. Naja. Habt ihr es auch gecheckt. Was zum... Rote Skelette. Die blauen sind jetzt vorher aus der Mode. Der Dungeon ist echt sehr verwirrend gerade für mich. Aber auch sehr linear. Bisher. Okay. Kiste mit einem Key. Der Baum. Was mache ich jetzt hier weg? Ach, der kann da einfach durch. Klar. Klar, warum nicht? Der Boss-Key? Wie bitte? Ich habe den Boss-Key. Keine Karte, kein Kompass. Mir fehlt ein Herzteil. Und ich kann zum... Oder ist das ein Troll? Oder komme ich jetzt noch nicht zum Boss? Bin ich jetzt schon... Warum ist der Teleporter nicht aktiv? Ha? Also wenn jetzt der Boss kommt, dann habe ich wirklich einiges verpasst und dann muss ich hier gleich nochmal in den Dungeon reingehen. Ich wiederhole mich möglicherweise, aber ich leide ein kleines bisschen unter Höhenangst. Andererseits, da unten, mal genau vor deiner Nase. Wagen wir es denn noch? Yep. Wir sind schon mal Boss. Ich hoffe, ich komme nochmal in den Dungeon rein. Danach. Was zum... Okay, wir haben ja schon mal so einen Krieger bekämpft, aber der war nicht rot. Der hatte eine andere Farbe. Boah, der hat aber coole Sprites. Oh. Vielleicht auch nicht der Boss? Wie sind wir denn hier unten? Führt mich das nach oben? Nein? Was zum... Wo bin ich? Was? Ha? Ich bin am Anfang. Ja, okay. Wenn ich jetzt sowieso nochmal am Anfang bin, dann gucke ich mich nochmal ganz kurz ein bisschen um, weil... Ich habe schon das Gefühl, dass ich was verpasst habe. Schon so einiges verpasst habe. Das haben wir zwar eigentlich schon gemacht, aber egal. Ja, danke. Geht dann nochmal in den Tod. Ja. Ist auch gut. Hallo. Reicht jetzt. Ach, komm schon. Jetzt wird es langsam lächerlich. Ich will da nochmal um. Das kann doch nicht sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Hä? Also,
Vielleicht geht der Dungeon noch weiter. Okay, wisst ihr was? Ich gehe erstmal zurück und mach den Boss. Ich guck mir hier später nochmal irgendwas an. Guide oder sowas. Keine Ahnung, aber... Ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn, was ich hier gerade versuche. Ich habe jetzt nur Leben verschwendet, unnötig. Da unten ist der Eingang. Ja, komm, lassen wir's. Ist hier vorne der Boss? Nein? Ja, was ist denn das hier? Dieser Palast ist innen ja noch größer! What? Nein, jetzt nicht abschrecken lassen! Nur noch ein kleines Stück, Mike! Also nein, wir sind noch nicht am Ende. Das war doch ein Fake-Out. Okay, war ich mir nicht sicher, aber hätte ja sein können, dass hier schon das Ende ist. Wusste ich ja nicht. Ich hätte dem Spiel das zugetraut. Okay. Nö, nö, nö. Dicke Mumie. Ah, die brennen aber. Oh, und dann wird es zu einer kleinen blauen Skelettchen. Ja, ja. Da unten sind Kisten. Herzen nehme ich gerne. Links war noch eine Treppe nach oben. Was ist hier? Endlich mal der Kompass, Mann. Okay, hau raus. Hier innen drin habe ich was vergessen. Draußen zwei Sachen. Da nochmal was. Da nochmal zwei Sachen. Da oben nochmal zwei Sachen. Und das ist der Boss. Ah, das heißt, wir waren erstmal draußen vom Turm und jetzt sind wir innen. Vielleicht konnten wir auch draußen noch nichts bekommen. Vielleicht alles, was wir draußen gesehen haben, kriegt man erst, wenn man jetzt hier drinnen ist. Das könnte sein, oder? Verdammt, ey. Die kriegen mich. Blöden Gegner, Alter. Die kriegen mich noch. Aber es könnte sein. Das finde ich echt interessant jetzt. Die Map fehlt aber leider noch. Kriegen wir bestimmt auch noch. Komm, hau Dreieck. Ach, mir egal. Mir doch so wurscht. Soll ich hier lang gehen? Mir fehlt halt ein Schlüssel, also lohnt sich das vielleicht auch gar nicht. Guck mal, was es hier gibt. Okay, wieder sowas. Kann ich das so lösen? Ja, ja, ja. Ungefähr. Ich überlege gerade, wie mache ich das am besten? So, so und so, maybe? Verdammt. Ja gut, dafür müssen halt die Böden nicht kaputt gehen, ne? So, jetzt nochmal von vorne versuchen. Aber ich glaube, das war schon gar nicht mal so verkehrt, wie ich es gemacht habe. Ich muss nur hoffen, dass die blöden Gegner mich nicht stören jetzt. Was zum... Oh, war ich da runtergefallen? Ach. Ey, langsam wird's lächerlich, ne? Muss ich das gleich schneiden, wenn das zu lange dauert. Spinde. Nein, was zum... Warum? Yes. Das kann nicht sein, dass sowas so verdammt schwer ist. Es reicht mir jetzt. Ihr werdet jetzt sterben. Kommt her. Ich bring euch jetzt um. Es reicht. Bam, bam, bam. Ein nach dem anderen bringe ich euch jetzt um. Ist da noch einer? Da ist noch einer. Aus irgendeinem Grund ist jetzt der Boden da kaputt gegangen. Keine Ahnung warum, frag mich nicht. Ich weiß es überhaupt nicht. Aber jetzt sollte es einfach sein, oder? So. So. Ja, ja, ja. Warum? Warum? Falsch, oder wie? Immer noch falsch. Jetzt ist der Boden schon wieder so kaputt. Oder sind die Gegner jetzt tot? Wäre schön. Wenn es so wäre. Wenn das so ist. Geht doch! Was ist das Problem? Da muss ich drüber springen. Und yippie und schnell durch. Aua, hat weh getan. Hab mich wissen geschriffen, aber es passt. Wir haben einen Key. Der kommt hier hin. Mit dem kommen wir wohin? Wo bin ich?
Ach komm, Link. Geht doch. Die Bomben machen mir ein bisschen Angst. Aber ich denke mal, ich muss denen hinterher folgen. Die zeigen mir wahrscheinlich den Weg, oder? Wir sind so langsam, ey. Wenn wir mit unserem Cape fliegen, sind wir schneller. Wo sind wir denn jetzt? Mumien! Danach die Skelette wieder. Nee, bei dem jetzt nicht. Manchmal nur. I don't know. Da sind noch Treppen. Hier ist noch mal ein Schalter. Aber die kann man doch... ja, alleine auch betätigen. Auch mit Bomben, glaube ich, könnte das funktionieren. Also eigentlich kann man sich auch leichter machen, merke ich gerade. Ach komm! Nein! Nein! Das kann doch nicht sein.